Stell dir vor, du hättest das Fahrrad erfunden und dir gehört auch das Patent dazu. So geht's Keo Michael, welcher 2001 die Erfindung des Fahrrads in Australien patentierte. Aber das Fahrrad gibt's schon viel länger. Hey, Schnauze da drüben. Da das keiner vorher beim australischen Patentamt eingereicht hat und die nicht prüfen, ob es die Erfindung schon woanders gibt, stellen die dir einfach das Patent für sowas aus. Und genau deshalb hat Keo Michael auch zu Recht den IG-Nobelpreis in Technik erhalten. Ich glaube, ich reise mal eben nach Australien und patentiere mir meine neueste Erfindung. Ich nenne es den Spaten. Es ist gut zum Buddeln.